Vor sehr vielen Jahren habe ich in einem Antiquariat dieses Buch gefunden. Ein kleines, grünes, unscheinbares Ding, sehr geheimnisvoll, heißt Jane Eyre von einem Currer Bell von 1850, aus dem Englischen übersetzt, klein geschrieben, viele Seiten. Für mich war es ein ganz mysteriöser Schatz, völlig unbekannt. Ich wusste nicht, was es ist. Mich hat es fasziniert von Anfang an. Ich wusste nicht, dass Currer Bell das Pseudonym ist von Charlotte Bronte, die da ihr erstes Buch veröffentlicht hat, oder ihr ersten Roman. Dass es ein ganz berühmtes Buch ist, wusste ich nicht. Keine Ahnung gehabt damals. Ich bin für mich war es ein ganz tolles Erlebnis, dieses Buch selber gefunden zu haben und diese Entdeckung selber gemacht zu haben. Diesen Schatz, äußerlich wie inhaltlich, eins, wenn ich überhaupt das schönste Buch, was ich überhaupt kenne. Es geht um die Jane Eyre, die auf den ersten Blick so eine unscheinbare Frau ist, die ist arm und verwaist, gequält von ihren Verwandten, gedemütigt im Waisenhaus. Sie bleibt doch stolz, ist verletzlich, bewahrt sich immer so ein aufrechtes Herz. Sie findet irgendwann mal eine Stelle als Gouvernante, verliebt sich in den Gutsbesitzer. Doch es dauert dann ziemlich lange, bis die beiden ein gleichberechtigtes Paar werden. Und die Jane ist immer ganz ohne Falsch, immer aufrichtig und ehrlich, bewahrt sich immer so eine Reinheit im Herzen. Die erwartet sie dann auch von ihrem Gegenüber. Sie führt, wenn sie irgendwie verletzt ist, führt sie dann so ein zurückgezogenes Leben, versucht ihre Gefühle zu verschließen und ist sich immer selber treu. Es ist ein ganz, ganz wundervolles Buch. Ich liebe es über alles. Und wenn es irgendwie so um die 10 Bücher geht, die man wirklich im Leben gelesen haben sollte, dann gehört das auf jeden Fall dazu. Und genau in dieser Ausgabe, seit meiner Jugend, begleitet mich dieses Buch durch mein Leben und ich finde es einen ganz, ganz großartigen Schatz. Es gibt ein paar Verfilmungen von der Jane Eyre. Die schönste, finde ich, ist die von Fukunaga aus dem Jahr 2011. Die kommt dieser Atmosphäre, dieser Aufrichtigkeit, dieser aufrechten Haltung von Jane Eyre am nächsten. Und das ist eigentlich ein wunderschöner Film. Nicht so schönes Buch, aber immerhin. Jane Eyre von Charlotte Bronte.